Oh, mehr Narko-Berries. Ist das ja das Blaue? Ist auch Bären. Hier gibt's von allem gibt's hier Bären. So. Ja, jetzt beweise ich dir das an, ja. Jetzt hast du es. Muss nur einen Frosch finden. Vorher schlafe ich doch ein. Scheiße. Aber ich kann ja bolan. Easy. So. Komm mal her. Zack. So, nochmal 12. Bisschen Inventar vollmüllen hier. So, guckst du. Wie lange brauchen wir noch? 5 Minuten. Okay. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Das reicht doch schon für einen Frosch. 19. Dürfte doch reichen, oder? Leute, was sagt ihr? 19 für einen Frosch? Wäre halt ärgerlich, wenn es nicht reicht. Man, dann kriegt doch noch eine mit der Keule hier, komm. Kriegt einfach nur eine mit der Keule. So, meine hier, Keule. Ich habe noch zweimal Motorpässe, brauche ich gar nicht. Scheiße, ich viel zu viel gecraftet. Naja, gibt XP. Gibt XP, hier, kompakt weg. Scheiße, Kiste voll. So. Das müsste jetzt eigentlich reichen, wenn du mich fragst. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hier so einen Kackfrosch kriegen. Froschi, 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 Froschi. Wo bist du? Gutti, gutti, gut. Hier unten muss ich aufpassen. Hier sind wieder die ganzen Alligator. Was ist das da? Das ist ein Kackkäfer. Wie können wir die nochmal zähmen? Wie kann man nochmal diese Käfer zähmen? Das ist eine Sau. Frosch, Leute. Wo finde ich jetzt hier einen Frosch? Ich meine, es ist ein Sumpf. Hier gibt es doch eigentlich an jeder Ecke einen Frosch. Hallo, Herr Frosch. Stimmt, mit Scheiße, das war mit den Käfern. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Das Ding ist, ich finde auch nie mehr... Ist das eigentlich auf der Map markiert, wie ich nach Hause komme? Kann man nicht auf der Map Marker setzen? Man kann auch bei der Map irgendwie einen Marker setzen. P mit P. Ah! Toll, Breiten- und Längengrad. Warum kann ich das hier antippen? Mach mal... Mach mal... 67... 63... Jo, würde ich sagen, wa? So. Okay. Jetzt brauchen wir einen Frosch, Leute. Kann die Alte mir nicht beim Suchen helfen? Scan mal die Map. Ja, hier werde ich keinen finden, weil hier ist Abgrund. Vorhin habe ich die ganze Zeit Frösche gesehen. Jetzt ist keiner mehr da. Jetzt ist keiner da. So ein Fallschirm wäre eigentlich noch nicht schlecht. Den craften, habe ich das dabei? Oh, Hide, Leute. Hide für einen Fallschirm. Dann kriege ich wenigstens keinen Fallschaden. Aber Fallschaden ist ganz schön hoch, muss ich sagen. Müssen wir doch da unten gucken gehen. Doch hier unten gucken gehen. Da hinten ist ein Alligator. Auf den habe ich keine Lust. Kurz mal Wut ausgelassen. Da sind Petris. Petri. Oh, da ist ein Raptor. Oh, der, hat er mich gesehen? Nee. Ich versteck mich, Leute. Ich versteck mich.
mir noch einen Raptor holen und keinen Frosch. Probier mal, komm. So. Zwanziger, sehr süß. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange die Bola hält. Kriegst du einfach noch eine. Das zeigt doch, oder? Hey! Ah! Oh nee, nicht das Vieh. Toll! Scheiß Raptor, der liegt jetzt bestimmt da irgendwo, wa? Toll, das Vieh verfolgt mich die ganze Zeit. Da hinten ist er. Aua! Können über alles reden. Das ist das nächste Kroko, Alter. Meins ist Kroko-Paradies. Da ist der Raptor, der hängt da. Jetzt kommt der Raptor zurück. Komm, den locken wir einfach zur Base. Boah, sehr schnell. Oh nee, jetzt hat er mich. Scheißvieh. Danke fürs Heil, du Arschloch. Die kann man auch bolern, wenn man im Maul war, wa? Das war doch so. Herr Raptor, wir waren noch nicht fertig. Hallo. Haben sie sich jetzt gefressen gegenseitig? Hm. Greifen die sich an, Kroko und Raptor? Sieht zumindest so aus. Ah, da hinten ist er, glaube ich. Hey, Juri! Komme ich da hin, ohne zu sterben? Hä? Warum rennt denn der Raptor jetzt vor mir weg? Verstehe ich nicht. Toll. Ich will eigentlich nur ein Vieh zähmen. Aber die lassen mich nicht. Mobbing! Müssen wir doch beim Frosch bleiben, der schläft schneller ein. Das ist das nächste Krokovieh. Vielen Dank fürs Followen! What the fuck? Die Morphodon von oben. Ah! Alter, überall! What? Dankeschön, herzlich willkommen. Guldi, herzlich willkommen. Überall hier! Überall, Leute! Überall ist hier Scheiße! Könnt ihr die halt auch hier hochlocken? Guck mal, jetzt ist Metall nachgespawnt. Könnt ihr halt auch hier hochlocken? Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Ich habe auch nur noch 15 Pfeile. Fällt mir gerade ein. Hä? Wieso ist das jetzt wieder gestackt? Was ist das für Scheiße? Ich habe doch das so schön auseinandergefriemelt. Stackt sich das automatisch, wenn ich wieder Fleisch aufhebe, oder was? Das ist doch nicht, das kann doch nicht sein. Ich habe ja hier auch keinen Spoiled Meat irgendwo. Scheiße. So. Jetzt aber. Mist, da ging es ja nur runter. Hier haben wir so einen kleinen Weg. Was haben wir da? Ein Dilo. Dillo. Ein Dillo. Dilophosaurus. Da drüben haben wir einen Frosch, ein Terrorbird und eine Schildkröte. Alles nicht so befriedigend.
Aber so ein Useless. Was können die Dinger eigentlich, Leute? Könnt ihr mir das verraten? Was können die? Wozu braucht man die? Außer als Partybus. Das ist doch diese Partybusse, oder? Ey, guck mal, hier ist jetzt nicht ein Vieh. Was ist denn hier los? Na gut, dann gehen wir schon mal in die Richtung zur Quest. Hier ist tiefes Wasser, das ist nicht so geil. Ey, Peppi, was geht? Gehen wir schon mal in Richtung Quest. Ohne Sau. Und ein Frosch. Aber Frosch 10 bei einer Sau ist ein bisschen riskant. Mein Typ ist ganz schön schnell mittlerweile. Was glaube ich ganz gut so, was die Überlebenschancen angeht. So. Sind wir fast da. 400 noch. Mal sehen, ob ich überhaupt wieder nach Hause finde. Aber wir haben uns ja einen Marker gesetzt. Das war gar nicht so dumm. Alter, hier ist voll Action im Sumpf. Kano und Baryonyx und dies und das. Sag ich doch, hier ist übelst Action. Da sagen die, das ist Easy-Gebiet. Aber sieht schon schön aus. Sieht schon schön aus. Kroko hat's besiegt. Was ist er denn für einer? Pinken Stacheln, ey. Cooler Look, Diggi. Oh, der greift mich an. Hey, wir können über alles reden. Ich hab dir ein Kompliment gemacht. Typisch Frau. Oh, Leute, wir sind da. Oh. Au. Hey, lass mich doch mal jetzt. Ach was, und da gehe ich dann ran und dann startet die Quest, oder was? Interessant. Weißt du, wir könnten dafür das Klempnern erfinden. Was? Ich hab geschissen und die sagt, weißt du, dafür könnten wir das Klempnern erfinden. Geil. Dafür könnten wir das Klempnern erfinden, sagt sie. Guck mal, der hat was. Krokoleder, das nehmen wir mal mit. Pfeile auch nicht schlecht. Betäubungspfeile, nice. Man weiß ja nicht, wofür man es gebrauchen kann. Okay, Leute. Ich würde sagen, erste Quest oder was? Ich muss nur gucken. Ich müsste mir die dann hier runterpacken. Wenn das wirklich jetzt Insektenschwärme anzieht, dann sind wir eigentlich bestens vorbereitet. So. Ich höre schon wieder irgendwo noch einen Krokofund. Das ist ein Frosch. So. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr ready? Unsere Quest lautet: Die Spur einige hochwertige Pollen während die Vermeidung der toxischen Pollen und verteidigen sie sich von territorialen Kreaturen. Oh, Kreaturen auch noch. Können wir noch ein paar Bolas machen? Ich dachte, das wären Moskitos und nicht Kreaturen. Jetzt könnte es hässlich werden, Leute. Jetzt könnte es hässlich werden. Das ist gar nicht die Moskito-Quest, sondern das ist Kreaturen. Die könnten mir das Leben retten. Die machen wir mal ringsherum hier um den. Ich kann nicht springen gerade. Ich hab eine Idee, Leute. Ich hab eine Idee. Ob die klappt, ist fragwürdig, aber ich hab eine Idee. Kann gerade nicht springen.
haben sie mich tatsächlich noch erwischt. So. Ach, da komme ich gar nicht hoch. Das ist schlecht. Komm nicht auf die Steine. Dass wir die dann vielleicht irgendwie zubauen. Aber wir probieren es mal. Scheiß drauf. YOLO. So. Startmission entlang der Pollen Alpha. Ne, wir machen hier schon Gamma, wenn dann. Oh, guck mal, Inventar können wir auch noch öffnen. Was ist da denn drin? Gar nichts. Warte auf Spieler. Ja, ich bin doch da. Und jetzt? Zuerst zurückholen, dann zurückziehen. Was? Verstanden. Nächster Checkpoint. Okay. Lass mich das schnell scannen. Ah! Ja, die sind so schnell tot. Scheiße, ich brauch. Hey, warum sind die so schnell tot? Ist das normal? Ich hab eine Zielscheibe auf dem Rücken. Juhu! Ich muss zum nächsten Checkpoint. Hier greift mich jetzt alles an. Komplett. Ein Spino, na klar. Komm, scan schneller. Ja, wir nähern uns an. Alter, hier ist ja alles voll. Help! Wo ist der nächste Checkpoint? Da hinten. Alter Falter! Was? Verbleibende Zeit? Die Mission, die geht jetzt so lange? Oder nee, so viel habe ich Zeit. So lange habe ich Zeit, glaube ich, oder? So, ich bugge richtig fest. Wir kommen näher, Überlebender. Wir kommen näher, Überlebender. Ja, aber hier sind auch, kommen auch 1000 Monster näher. Ah! Aua, aua, aua! Lass mich doch mal durch jetzt! Oh, fuck. Gesperr ist aber die beste Methode auf jeden Fall. Nee, weiß ich nicht, woher soll ich das wissen? Warum sollten die verfallen? Lass mich das schnell scannen. Oder ist ein Alpha dabei? Oh, er hat mich. Ich bin fast da, Leute, ich bin fast da. Oh nee, er hat mich. Dicker. Aber da leckt's dann ein bisschen im Stream, oder? Oder nicht? Mit so vielen Monstern? Lass mich das schnell scannen. Ja, der hält aber was aus hier, du. Der Baryonyx hält mehr aus. Komm, ich hab's fast. Naja. Dieser Baryonyx, den kriege ich nicht so schnell abgegangen. Guck mal, wie schnell der ist.
Digga, der komplette Sumpf, ja? Der komplette Sumpf verfolgt mich hier. Aber das mit diesem Wegrennen ist eigentlich, glaube ich, eine gute Taktik. Ja, jetzt greifen wir auch noch Flugvögel an, oder was? Lass mich das schnell scannen. Ich hab Snickers in der Tasche. Aua, oh nein, jetzt ist meine Schuhe sind kaputt. Oh ne, er hat mich. Wir kommen näher, Überlebende. Zieh dir das rein, wie viel da hinter dir her ist. Hier ist auch ein schöner Platz. Schöner Spot zum Bauen. Keine Schuhe mehr. Ich hätte mir mal Ersatzrüstung mitnehmen sollen, nicht Trottel. So, hier komme ich nicht lang. Kirschkuchen, warum sollen die verfallen? Ja, nicht meine Schuhe. Alter. Aber ich glaube, die Taktik, wie gesagt, ist ganz gut hier mit dem Wegrennen. Und dann immer um das Ding rumkreisen. Und überleg mal, wir hätten jetzt nicht so viel schon geskillt. Wow, was ist das denn? Eine Schlangengrube. Scan beginnt. Oh, nicht die Hose! Nicht die Hose! Jetzt wird's kriminell, Leute. Scan weiter. Scanner aktiv. Die Scanner sagen, dass wir näher kommen. Ah! Ich würde gerne mich irgendwo mal hinstellen und mir eine neue Hose craften. Digga, hier ist alles voll! Okay, Memo an mich selbst bei der nächsten Mission auf jeden Fall. Nein! Eine Ersatzrüstung mitnehmen. Komm, scan los. Oh. Lass mich das schnell scannen. RIP! Digga, es werden aber auch immer mehr, wa? Laufen wir von einem Nest ins andere. Scan beginnt. 10 Sekunden aushalten, ey. Alter. Lass es uns angehen. Die Scanner sagen, dass wir nicht. Oh ja, ich pack mich halt komplett fest. Ah! Ich bin nackt! Ihr Schweine, ihr Perversen! Das Ding ist, ich komme halt nirgendwo dazu, mir mein Dings jetzt. Scan beginnen. Eine neue Dings zu machen. Ich habe entdeckt, was wir zurückholen müssen. Was? Was denn? Alter, geile Map. Ich seh nix. Wenn ich mal wenigstens jetzt was craften könnte. Das da oder was? Soll ich das da holen? Achso, Pflanzen ernten. Oh nein! Die blöde dumme Sau, ich hatte es fast! Alter, aber macht Spaß.
Da kommt da so ein Ding aus dem Nichts. So ein Ding. So ein Ding hat er gehabt. So ein Ding. Aber Leute, ich habe gekämpft. Kann man nicht abhalten. Ich habe gekämpft wie ein Großer. Alter, aber macht Spaß, Alter, macht Spaß. Ich kann mir das richtig cool vorstellen, mit mehreren dann. Und das war nur die Gamma-Variante. Na gut, die anderen, die halten mehr aus wahrscheinlich. Ach, deswegen haben sie so wenig ausgehalten. Weil es nur Gamma war. Nee, ein Frosch wäre tatsächlich nicht besser gewesen. Weil, ich muss ja immer in der Nähe von dem Ding bleiben und der Frosch, der springt ja sonst wohin. Aber ein größeres Tier, klar, so ein Spino oder so. Das wäre natürlich... Zucker. Von Level zu da übt schnell.